Das Rad, der Computer, das Feuer, das Fliegen. Einer musste erst mal draufkommen. Und der veränderte unser Zusammenleben dann nachhaltig. Nicht selten liegen Schaden und Nutzen bei solchen Erfindungen dicht beieinander. Manche verhalfen uns zu mehr Freiheit, andere haben uns Spaß oder einfach praktische Vorteile gebracht. Hier kommen unsere 10 größten Geistesblitze der Geschichte. Wenn es richtig knallt, dann meist, weil wir uns freuen. An Silvester, bei Sommerfesten oder Jubiläen. Doch die Erfindung, die die Raketen zum Himmel schickt, ist eine zwiespältige Sache. Für das Schöne genauso geeignet wie für das Schreckliche. Der erste Böller der Geschichte kommt in China zum Einsatz, vor 1400 Jahren. Ein chinesischer Mönch sucht nach einem Mittel gegen das anhaltend schlechte Wetter. Monatelang regnet und stürmt es, Seuchen verbreiten sich. Ein Kracher aus Salpeter, Holzkohle und Schwefel soll die Schlechtwetterdämonen vertreiben. Hat nicht wirklich funktioniert. Aber immerhin, der Sprengstoff ist geboren. Doch die Chinesen nutzten das Schwarzpulver nicht nur gegen mieses Wetter. 1232 setzen sie eine neuartige Waffe ein, um die Mongolen zu vertreiben. Die ersten Raketen der Weltgeschichte schlagen die Angreifer in die Flucht. Und diese Einsatzmöglichkeit macht Schule. Auf den Schlachtfeldern der ganzen Welt verbreiten sie Schusswaffen im Laufe der Jahrhunderte und kosten Millionen Menschen das Leben. Eine tiefgreifende Veränderung in der Kriegsführung. Die clevere Ingenieure leider immer weiterentwickeln. Am Ende mit katastrophalen Folgen auch für die Zivilbevölkerung. Mitte des 19. Jahrhunderts will der Chemiker Alfred Nobel einen stärkeren, aber vor allem sicheren Sprengstoff entwickeln. Er kommt auf Nitroglycerin. Das Schwarzpulver benutzt Nobel als Lunte für den neuen Sprengstoff. So bleibt genug Zeit, um sich vor der Explosion in Sicherheit zu bringen. Der erste zeitlich kontrollierbare Zünder der Geschichte. Nobel meldet seinen Initialzünder zu Patent an und beginnt in Stockholm mit der Produktion. Dann das Unglück. Bei einer Explosion kommt Nobels Bruder ums Leben. Doch er gibt nicht auf. Im Gegenteil. Das Unglück spornt Nobel an, das Nitroglycerin noch sicherer zu machen. Auch wenn die Öffentlichkeit ihn verteufelt und er schließlich vor der Pleite steht. Und dann kommt er, der Geistesblitz. Dem flüssigen Nitroglycerin wird feine Erde beigemischt. Daraus lassen sich Stäbe formen, die stoßsicher sind und kontrolliert zur Explosion gebracht werden können. Nobel tauft das neue Gemisch auf den Namen Dynamit, griechisch für Kraft. Sein Vermächtnis ist die nach ihm benannte Stiftung. Jedes Jahr verleiht sie Preise für besondere Verdienste zum Wohle der Menschheit. So hat auch er der Welt am Ende doch noch viel Gutes gebracht. Wie würde die Welt heute ohne ein einheitliches Maßsystem wie den Meter aussehen? Längenangaben oder Geschwindigkeiten müssten für jedes Land oder gar jeden Ort aufwendig umgerechnet werden. Eine umfassende Übersetzungstabelle wäre sicherlich mehrere Meter lang. Und schließlich würde die Weltwirtschaft nicht funktionieren, da ein freier und fairer Handel kaum möglich wäre, sofern es den überhaupt gibt.
Vor der Französischen Revolution sieht es genauso auf der Welt aus. Allein in Frankreich gibt es zu dieser Zeit mehr als 800 verschiedene Maße und Gewichte. Zwar rechnete man die Länge in der Regel in Elle, Fuß oder Finger, aber wie, das variierte von Region zu Region, sogar von Ort zu Ort. In den Stadttoren sind daher die lokalen Maße eingelassen, damit fremde Händler direkt erkennen können, wie lang beispielsweise eine Elle vor Ort ist. Aber dann kommt die Revolution. Ihre Anführer wollen die alten Sitten des Adels abschaffen und das Leben für die Bürger einfacher machen. Einheitliche Systeme würden zudem dafür sorgen, dass Frankreich als Nation zusammenwächst, so denken sie. Natürlich könnte man nun hergehen und einfach eine willkürliche Länge für Frankreich festlegen. Die Wissenschaftler wollen jedoch ein Maß finden, das ohne nationale Gefühle zu verletzen auch von anderen Staaten anerkannt werden kann. Der Geistesblitz? Die neue Einheit muss sich vom Erdumfang herleiten lassen. Die Wissenschaftler einigen sich auf den 10-millionsten Teil des Erdmeridians vom Nordpol zum Äquator. Aber das sagt sich so leicht. Schließlich muss man die Länge des Erdmeridians dazu erst einmal genau kennen. So werden zwei Expeditionen ins Leben gerufen, die äußerst exakt den Meridian vom Norden Frankreichs bis runter nach Spanien vermessen sollen. Jean-Baptiste Joseph de Lambre startet von Dünkirchen im Norden, während Pierre Méchain und sein Assistent Tranchot in Barcelona starten. Den Wissenschaftlern ist wahrscheinlich nicht klar, auf welches Abenteuer sie sich da eingelassen haben. Denn beide haben mit den Auswirkungen der Revolution zu kämpfen. Nicht nur, dass die angrenzenden Königreiche anfangen, Krieg gegen das revolutionäre Frankreich zu führen und die Expeditionen gefährden. Auch vor ihren eigenen Landsleuten müssen sich die Forscher in Acht nehmen. So wird de Lambre im Norden Frankreichs beinahe von einem aufgewühlten Mob gelyncht, der ihn für einen königstreuen Spion hält. Im Süden wird Méchain von den Truppen des spanischen Königs festgehalten und sein Assistent Tranchot von Revolutionären gefangen genommen und verschleppt. Fast wie ein Wunder scheint es, dass die Wissenschaftler schließlich heil aus der Sache herauskommen. Nach 7 Jahren Arbeit ist es endlich soweit. Die Strecke ist vermessen. 1799 wird der Urmeter in Paris vor internationalen Vertretern vorgestellt. Allerdings ist Méchain ein Fehler unterlaufen, sodass der Urmeter 2 mm zu kurz ausfällt. In Anbetracht der Umstände aber kein schlechtes Ergebnis. Und tatsächlich übernehmen innerhalb von 200 Jahren fast alle Länder der Welt das einheitliche Längenmaß. Lediglich 3 Länder, Myanmar, Liberia und die USA, haben den Meter bis heute noch nicht offiziell eingeführt. Alle anderen Länder folgten diesem Geistesblitz. Im September 1834 muss Charles Goodyear mit seiner Familie vor Gläubigern fliehen. Die Wirtschaftskrise hat sein Eisenwarengeschäft in den Ruin getrieben. 12.000 Dollar Schulden. Ihm droht Gefängnis. Dann lieber ab nach New York. Hier lernt er Naturkautschuk als Material kennen und ist fasziniert. Doch Kautschuk ist unberechenbar. Bei Hitze schmilzt es, bei Kälte wird es hart und bricht. So kann es in unserer Klimazone nicht eingesetzt werden. Wenn man es aber schaffen würde, dass es seine Elastizität behält, wäre es ein wahrer Wunderstoff. Das erkennt Goodyear. Schon seit mehreren hundert Jahren nutzen die Einheimischen im brasilianischen Regenwald den Pflanzensaft für Flaschen oder wasserdichte Schuhe. Von den spanischen Eroberern wird er nach Europa gebracht.
Goodyear überlegt sich unzählige Einsatzmöglichkeiten für den Kautschuk. In seinem Kopf erschafft er eine ganze Welt aus Gummi. Aber erstmal muss er Kautschuk zu dem universal einsetzbaren Stoff machen, den er für seine Visionen braucht. Daran experimentiert er jahrelang. Alle möglichen Zusatzstoffe probiert er aus. Doch nichts zeigt die gewünschte Wirkung. Durch Zufall merkt er beim Reinigen mit Salpetersäure, dass die Oberfläche nicht mehr klebrig ist. Ist das der Durchbruch? Da die Dämpfe giftig sind, kann das Rätsel nicht sofort gelöst werden. Goodyear bricht zusammen. Doch er gibt nicht auf. Und der Zufall kommt ihm zur Hilfe. Er trifft Nathaniel Hayward, der ebenfalls mit Kautschuk experimentiert. Er entlockt ihm dessen Geheimnis. Die Zumischung von Schwefel. Die beiden tun sich zusammen und beantragen ein Patent auf die Zauberformel. Als ersten Auftrag bekommen sie von der amerikanischen Post eine Bestellung von 150 Postsäcken. Sie machen sich an die Arbeit, doch alles läuft gründlich schief. Die Postsäcke reißen bei der kleinsten Belastung. Das Ende des vielversprechenden Geschäfts. Und da ist er wieder. Der Zufall, den so mancher Geist einfach braucht. Eine Portion Kautschukgemisch landet aus Versehen auf dem heißen Ofen. Und das Material verändert sich. Es wird fest, verliert seine Klebrigkeit, bleibt aber elastisch. Die Hitze hat's gebracht. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Und zu was für einem? Goodyears Erfindung verändert die Welt. Tausende praktische Alltagsbegleiter wie Gummistiefel, Autoreifen und Radiergummi gehen auf seine Idee zurück. Und sie rettet auch Menschenleben. Durch das Tragen von Gummihandschuhen in Krankenhäusern sinkt das Infektionsrisiko. Und dann natürlich Kondome. Die haben das menschliche Zusammenleben nun wirklich verändert. Sorgenfreier Sex. Danke für diesen Geistesblitz, Mr. Goodyear. Unser ganzes Zusammenleben sähe anders aus, hätte es unseren Platz 7 nicht gegeben. Wir könnten nicht über Telefonkonferenzen unsere Wirtschaft regeln, nicht das Foto des Konzerts an alle Freunde senden und nicht überall auf der Welt erreichbar sein. Alexander Graham Bell, einem mittellosen Taubstummenlehrer aus Schottland, verdanken wir diesen Geistesblitz. Er entwickelt im 19. Jahrhundert das Telefon zur Marktreife. Bell ist ein Tüftler, der jeden Dollar in seine nächtlichen Experimente steckt. Seine Mutter war fast taub und konnte das Klavierspiel ihres Sohnes nur ganz schwach hören. Diese Erfahrung prägt ihn. 1870 wandert die Familie nach Übersee aus. Dass Töne übertragbar sind, hat zu dieser Zeit schon der Deutsche Philipp Reis erkannt. Als Taubstummenlehrer findet Bell nun eine Möglichkeit, wie die Kinder seine Stimme hören können. Ein Luftballon überträgt die Vibrationen zum Klang seiner Stimme. Die Idee der unterschiedlichen Frequenzen, der Wellenlängen, als Grundlage für die Telekommunikation ist geboren. Bell versucht, Sprache in elektrische Impulse umzuwandeln, damit man sie durch einen Draht schicken kann. Von einem befreundeten Arzt hat er das Ohr eines Toten bekommen. An dessen Trommelfell befestigt er einen Stift. Als er in das Ohr spricht, kratzt der Stift ein Wellenmuster auf eine Platte. Bell stellt einen jungen Techniker ein und entwickelt die Idee weiter. Schließlich wollen sie wirkliche Sprache übertragen. Aber bis dahin ist es noch ein langer Weg. Das erste Telefon ist simpel. Durch ein Mundstück spricht man die Sätze in einen Apparat, in dem eine Membran aus Schweinedarm durch die Klangwellen zum Schwingen gebracht wird. Übertragen wird die Schwingung durch elektrische Impulse. Am Empfänger überträgt eine Nähnadel die Schwingung auf einen Resonanzkörper. Doch anfangs werden nur Wortfetzen übertragen. Erst nach vielen Experimenten gelingt das erste einwandfreie Telefonat der Weltgeschichte. Aber es beginnt der Kabelsalat.
Der Italiener Guglielmo Marconi löst auch dieses Problem. Er schafft es, eine Funkverbindung herzustellen. Ohne jede Drahtverbindung kann er Informationen übertragen. Zum Funken braucht man einen Sender und einen Empfänger, zwischen denen Signale hin und her geschickt werden. Eine Induktionsspule erzeugt hohe Spannung und lädt so zwei Bleikugeln auf. Die Spannung steigt, bis ein Funke sich entlädt und eine Welle in den Raum abgibt. Verstanden? Naja, Hauptsache ist ja, dass es funktioniert. Anfangs überbrücken die Funkverbindungen nur wenige Meter. Doch am 27. März 1899 schafft Marconi es, Signale über den Ärmelkanal zu übertragen. Der Durchbruch ist geschafft. Kurze Zeit später funkt er auch über den Atlantik. Der Grundstein für eine völlig neue Kommunikation ist damit gelegt. Nun gibt es kein Halten mehr. Jeder spricht mit jedem. Dank Alexander Bell und seinen Kollegen von der Info-Übertragungsfraktion. Und heute ermöglicht uns dieser Geistesblitz, der Großmutter die Fortschritte des Enkels zu zeigen, mit Freund und Familie Kontakt zu halten, auch wenn man mal nicht zu Hause ist. Mit der Energie ist es heute ja so eine Sache. Alternative Energien wie Wasser, Wind oder Sonnenkraft sind die Zukunft. Sauber und geräuschlos. Vor 250 Jahren hatte alternativ noch eine ganz andere Bedeutung. Das meiste lief über Muskelkraft. Aber nun hat ein schottischer Erfinder eine wirklich kraftvolle Idee. Dabei liegt der Stein des Anstoßes unter Tage. Die englische Wirtschaft benötigt Kohle, Eisen, Kupfer und Zinn. Doch Grund- und Regenwasser sind für die Bergleute eine ständige Lebensgefahr. Bisher sorgen riesige Räder für die Entwässerung. Aber ihre Leistung reicht häufig nicht, um die Stollen trocken zu halten. Der Tüftler James Watt arbeitet zu dieser Zeit an der Universität Glasgow. Da er aus einfachen Verhältnissen kommt, ist das Geld knapp. Damit er studieren kann, muss er wissenschaftliche Apparate reparieren. 1763 bekommt er das Modell einer primitiven Dampfmaschine auf den Tisch. Dass man Dinge mit Dampf antreiben kann, ist bereits seit der Antike bekannt. Allein die Leistungsfähigkeit solcher Maschinen lässt zu wünschen übrig. Watt ist fest entschlossen, dies zu ändern. Tag und Nacht sucht er nach Möglichkeiten, die Maschine zu optimieren. Bis er schließlich den Geistesblitz hat. Bisher wird der heiße Wasserdampf der Maschine im Zylinder abgekühlt. Hierdurch entsteht ein Vakuum, das den Kolben nach unten zieht. Da der Zylinder somit ständig aufgeheizt und wieder abgekühlt wird, geht zu viel Wärmeenergie verloren. Watt verlagert die Kondensation aus dem Zylinder in ein separates Kühlgefäß. Die Leistung verdoppelt sich. Sein Erfolg ruft Neider auf den Plan. Vor allem, als er die Maschine noch leistungsfähiger tunt. Und auch das Ausland ist scharf auf die Feuermaschine. Allen voran Friedrich II. Von Preußen. Der schickt in geheimer Mission Spione nach England, um die Konstruktion unter die Lupe zu nehmen. So gelingt es Preußen, 1785 eine fast perfekte Kopie der Watt-Dampfmaschine zu rekonstruieren und in Betrieb zu nehmen. Allen Widrigkeiten zum Trotz ist die Dampfmaschine Watts Durchbruch. Er ist in der englischen High Society angekommen. Über 500 Maschinen verkauft er und führt dabei auch noch die Einheit Pferdestärke ein, damit die Leistung seiner Maschine für jeden nachvollziehbar ist.
Sein Geistesblitz verändert die Welt und läutet das industrielle Zeitalter ein. Mit Hilfe von Dampfmaschinen wird die Produktivität von Unternehmen deutlich gesteigert. Menschenfreundlicher, aber werden sie dadurch nicht. Zündstoff für Revolution. Denn die Arbeiter wollen sich auf Dauer nicht dem Takt der Maschinen anpassen. Andere Techniker werden Watts Dampfmaschine weiterentwickeln und auf die Schiene bringen. Der Transport von Menschen und Waren wird hierdurch um ein Vielfaches beschleunigt. Nicht zuletzt befeuert die Dampfmaschine die Metallindustrie, die den Werkstoff des Industriezeitalters liefert. Wahrscheinlich würden wir heute nicht über neue alternative Energien nachdenken können, wenn James Watt nicht vor 250 Jahren die qualmende Dampfmaschine entwickelt hätte. Wo wären wir heute ohne funktionierende Navigationssysteme? Wahrscheinlich nicht dort, wo wir hinwollen. Das ist aber nur möglich mit Hilfe eines Koordinatensystems. Die Frage ist aber, wie bestimmen wir unsere Position in einem solchen System? Klar, mit GPS, denken wir heute. Aber die grundlegende Idee hinter dieser modernen Technik hat sich bereits vor 250 Jahren entwickelt. Ohne ein sicheres Positionierungssystem ist im 18. Jahrhundert die Schifffahrt noch ein gefährliches Abenteuer. Ist man nicht auf den bekannten Routen unterwegs, drohen schnell unbekannte Gewässer und mörderische Sandbänke und Klippen. Andererseits ist man auf den Schifffahrtsrouten nicht vor ruchlosen Piraten sicher. Die müssen nur auf vorbeifahrende Schiffe lauern, um eine fette Beute zu machen. Mit Seekarten und genauer Ortsbestimmung könnte man jedoch alle Gefahren umschiffen. Die Bestimmung des Breitengrades ist mit Hilfe eines Sextanten kein Problem. Aber der Längengrad wird weniger bestimmt als vielmehr geschätzt. Grund genug für die Seemacht Großbritannien, ein hohes Preisgeld auszusetzen, um eine Lösung für dieses Problem zu finden. Der Kommission, die eigentlich eine Bestimmung anhand von Himmelskörpern favorisiert, werden hierbei abenteuerliche Vorschläge unterbreitet. Die feste Stationierung von Schiffen alle 100 Meilen, die Licht- und Tonsignale von sich geben, ist umständlich, aber im Vergleich zu anderen Ideen noch relativ plausibel. Das Pulver der Sympathie ist da schon eine andere Kategorie. Ein verletzter Hund sollte über große Distanzen den Schmerz erneut fühlen, wenn die Tatwaffe in ein Pulver getaucht wird. So könnten für die Positionsbestimmung wichtige Zeitsignale übermittelt werden. Denn die Erde dreht sich bekanntlich binnen 24 Stunden um 360 Grad. In einer Stunde also um 15 Grad. Wenn die Seefahrer also die exakte Uhrzeit in ihrem Heimathafen kennen, können sie am Stand der Sonne an ihrer Position ermitteln, auf welchem Längengrad sie sich befinden. Der Hobby-Uhrenbauer John Harrison ist überzeugt, dass der Schlüssel zum Erfolg in der Zeitbestimmung liegt. Allerdings ohne dabei Tiere zu quälen. Doch bisher gehen Uhren auf See immer falsch, da die Mechanik durch Seegang oder das Klima beeinflusst wird. Über 20 Jahre tüftelt er an der perfekten Uhr, bis schließlich seine H4 alle Anforderungen erfüllt. Erst nach langem Zögern wird die überdimensionale Taschenuhr von der Kommission anerkannt. Auf Betreiben des Königs muss sie die mechanische Lösung akzeptieren. Dank Harrisons Entwicklung wird seither eine exakte Koordinate mithilfe der Zeit bestimmt. Nicht nur auf See profitieren wir davon. Die gesamte Weltwirtschaft würde heute ohne globale Positionsbestimmung nicht reibungslos funktionieren. Und auch im Privaten, egal ob beim Autofahren, Fliegen oder einfach nur beim Geocaching, wären wir ohne GPS aufgeschmissen.
Es ist das beliebteste Spiel der Welt. Weltweit sind über 240 Millionen Menschen in Fußballvereinen organisiert. Die Dunkelziffer der Spieler liegt vermutlich um einiges höher. Aber wer kam als erstes auf die Idee, mit dem Fuß gegen einen Ball zu treten? Wer hatte den Geistesblitz und erfand den Fußball? Würde man einem Engländer diese Frage stellen, so wäre die Antwort eindeutig: England. Tatsächlich ist Fußball in England bereits im 19. Jahrhundert eine beliebte Freizeitbeschäftigung. Allerdings entspricht es zunächst noch nicht dem Spiel, das wir heute unter Fußball verstehen. Denn es ist erlaubt, den Gegner gegen das Schienbein zu treten, zu schlagen oder festzuhalten. Und der Ball muss nicht zwingend mit dem Fuß gespielt werden. Von dieser Art zu spielen waren jedoch nicht alle überzeugt. Das ruppige Spiel war eben nicht jedermanns Sache. Und so gründete sich 1863 in der Londoner Freemasons Tavern die Football Association, welche die ersten allgemein anerkannten Regeln des modernen Fußballs festlegte. Darunter auch, dass beim Fußball der Ball nicht mit der Hand, sondern nur mit dem Fuß gespielt werden darf. Die Engländer hatten also zumindest als erste den Geistesblitz, die Grundregeln für den modernen Fußball zu schaffen. Aber wo liegen die Wurzeln des Spiels? Die Italiener behaupten in Florenz. Dort kämpfen seit der Renaissance im Calcio Storico zwei Mannschaften darum, einen Ball hinter die gegnerische Torlinie zu bringen. Kampf ist dabei wörtlich zu verstehen. Denn die Veranstaltung diente dazu, die Wehrfähigkeit von Soldaten zu fördern. Aber jenseits des Atlantiks wird zu dieser Zeit bereits seit Jahrhunderten ebenfalls mit dem Ball gespielt. Zu Ehren des Sonnengotts kämpfen die Indios Mittelamerikas um eine Gummikugel. Allerdings wird das massige Spielgerät nicht mit dem Fuß, sondern mit der Hüfte gespielt. Und das Tor ist bei den Indios auch nicht viereckig, sondern rund. Verletzungen waren aber wahrscheinlich damals schon ein Problem. Naja, bei einem 4 Kilogramm schweren Ball. Die ältesten gefundenen Ballspielplätze in Mittelamerika sind über 3000 Jahre alt. Aber nach derzeitigem Stand der Forschung liegen die Wurzeln des Fußballs noch weiter zurück. In China soll bereits vor 5000 Jahren Zu Kü gespielt worden sein, was so viel heißt wie gegen den Ball treten. Es wäre damit die älteste Variante des Fußballs. Gesichert ist, dass sich spätestens seit dem 3. Jahrhundert vor Christus dieses Ballspiel in China verbreitete. Fußballmannschaften ziehen durchs Land und machen das Spiel für die Zuschauer vom Kaiser bis zum Bauern zu einem gesellschaftlichen Spektakel. Auf einem fest abgesteckten Spielfeld muss der Ball durch ein 5 Meter hohes Tor geschossen werden. Und auf das Ergebnis wird sogar gewettet. Warum das Spiel aber ab 900 nach Christus in Vergessenheit gerät, das wissen die Chinesen wohl selbst nicht. Heute scheint die Popularität des Fußballs ins Unermessliche zu wachsen. Was daran liegen mag, dass es eigentlich immer und überall gespielt werden kann. Und wer auch immer den Geistesblitz hatte, als erster gegen etwas Rundes zu treten und daraus ein Spiel zu machen, viele Menschen müssten ihm dankbar sein. Denn es war der Anstoß zum beliebtesten Spiel der Welt. Der Erfinder Thomas Edison will der Menschheit Erleuchtung bringen. Und tatsächlich schafft er es mit einem Geistesblitz, unser Leben komplett zu verändern. Tag und Nacht arbeitet er mit seinem Team für diesen Traum. Mathematiker, Chemiker und Physiker bieten all ihre Kräfte auf. Doch Edison ist nicht der Einzige, der von Strom fasziniert ist. George Westinghouse, ein Industrieller aus Pittsburgh, hat ebenfalls viel vor mit der Elektrizität.
Bisher erhellen Gaslampen die Städte. Doch Gas ist teuer und vor allem gefährlich. Es gibt schon erste Erfindungen zu elektrischem Licht. Doch die Prototypen sind zu unkontrollierbar, zischen und qualmen und halten nicht lange genug. Edison will die erste stabile und brauchbare elektrische Lampe konstruieren. Neben der Entwicklung einer Leuchte ist vor allem die Verteilung und Weiterleitung des Stroms das Problem. Bisher kann er nur da genutzt werden, wo er gewonnen wird, an den Niagarafällen. Hier wird schon Ende des 19. Jahrhunderts mit Hilfe der gewaltigen Wassermassen Strom erzeugt. Doch nur nahegelegene Maschinen können damit angetrieben werden. Und dann die Leuchtmittel. Bisher leuchten Glühbirnen lediglich für einige Sekunden. Der Metallfaden verglüht zu schnell. Edison ersetzt das Metall durch Kohle, die dem Strom einen höheren Widerstand entgegensetzt. Das Ergebnis ist sensationell. Weit über 10 Stunden am Stück hält die Glühbirne mit dem neuen Draht durch. 1880 erhält er das Patent auf die Kohlefadenlampe. Doch Edison will mehr. Er möchte auch Schalter, Kabel, Sicherungen und Generatoren entwickeln und bauen. Denn die zu erwartenden Gewinne sind sagenhaft. Er gründet die Electric Light Company und baut mitten in Lower Manhattan ein Kraftwerk, das die Stadt versorgen soll. Edisons System arbeitet mit Gleichstrom. Die Spannung beträgt 110 Volt. Das reicht gerade mal, um den Strom ein paar hundert Meter weit zu schicken. Danach müsste in jedem zweiten Häuserblock in Manhattan ein Kraftwerk stehen. Ein weiterer Geistesblitz muss her. Edisons Konkurrent Westinghouse hat die Schwachstellen erkannt. Er setzt deshalb auf Wechselstrom. Der kann über weitere Strecken transportiert werden, daher sind weniger Kraftwerke nötig. Edison ist außer sich vor Wut. Er behauptet, Wechselstrom sei schädlich. Er beweist es an Hunden und Katzen. Er stellt sie auf Metallplatten und leitet Strom hindurch. Die armen Tiere sterben und die Leute sind entsetzt. Gleichzeitig erfindet Edison damit ein fürchterliches Instrument der Strafverfolgung. Die Amerikaner wollen eine fortschrittlichere Hinrichtungsmethode als den Strang. Und was bei Hunden und Katzen funktioniert, ist sicher auch was für Verbrecher. ...1890 wird der erste Mensch auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet. Doch es ist noch nicht klar, wie das neue Instrument genau funktioniert. Minutenlang wird die Voltzahl immer weiter erhöht. Ein moderner Tod ist eben nicht besser als ein altmodischer. Aber dennoch, die Welt ist elektrifiziert. Edisons Traum ist wahr geworden. Heute können wir die Nächte durchtanzen, noch um Mitternacht einen warmen Snack zu uns nehmen und das alles, ohne uns über Strom Gedanken zu machen. Viele Jahrtausende kam der Mensch ohne unseren Platz 2 aus. Jäger und Sammler müssen sich noch keine Einkaufszettel schreiben. Da malt man sich höchstens mal ein paar Bilder an die Höhlenwände. Doch nach und nach wird das Leben doch komplizierter. Und man muss sich schon auch mal Notizen machen. Oder sich gegenseitig Nachrichten schreiben. Die Schrift wird in Mesopotamien erfunden, um das gesellschaftliche Zusammenleben zu organisieren. Die Gesellschaft differenziert sich immer stärker aus und eine Verwaltung wird notwendig. Ende des 4. Jahrtausends vor Christus werden einfache Zeichen erfunden, die zum Beispiel den Inhalt eines Tongefäßes bezeichnen und auf Lieferlisten den Handel erleichtern. Nach und nach entsteht die Keilschrift.
So kennen wir sie. Doch anfangs sind die Schriftzeichen noch sehr bildhaft. Weil sich Striche mit dem Keil besser in den Ton drücken lassen, werden die Zeichen mit der Zeit immer abstrakter. Mit der Erfindung der Schrift ändert sich unser Leben auch, weil Kinder nun zur Schule gehen. Spätestens ab dem 3. Jahrtausend vor Christus geben Lehrer ihr Wissen an die nächste Generation weiter. 1500 vor Christus kommt es zu einer Revolution, der Erfindung des Alphabets. Erstmals kann man mit nur 22 Zeichen unendlich viele Wörter darstellen. Die Phönizier verbreiten die Alphabetschrift. Aus ihr entwickeln sich alle europäischen Alphabetschriften, die griechischen, lateinischen und kyrillischen Alphabete. Die einheitliche Sprache und Schrift erleichtern die Verwaltung riesiger Reiche. Ohne Schrift sind die Bürokraten dieser Welt aufgeschmissen. Und dann die nächste Revolution, der Buchdruck. Der entscheidende Schritt auf dem Weg zur Moderne. Mit dieser Erfindung lässt sich Wissen viel weiter verbreiten und viel schneller unter die Leute bringen. Auf Marktplätzen wird aus der Bibel vorgelesen. Über die Jahrhunderte lernen immer mehr Menschen lesen und bekommen durch Bücher Zugang zu Bildung. Doch es gibt auch ganz andere Schriftsysteme. Die Inka haben eine Knotenschrift entwickelt. An einem Hauptfaden sind Nebenfäden angeknüpft. Je nach vertikaler und horizontaler Position, der Fadenfarbe und Länge und dem Knotentyp besitzen sie unterschiedliche Bedeutungen. Und auch wir nutzen neue Zeichen zur Kommunikation. Zurück zur Bilderschrift. Ob David Cameron, François Hollande, Angela Merkel oder Barack Obama, sie alle sind in ihrer Heimat Regierungschefs, die über das politische Leben bestimmen. Doch was wir oft vergessen, der eigentliche Chef sind wir. Wir entscheiden, wer unser Land führen darf. Zumindest, wenn wir von unserem Wahlrecht Gebrauch machen. Verrückte Idee, diese Demokratie, wo alle mitentscheiden dürfen, wenn es um alle geht. Zu verdanken haben wir das einem Land, das wir aktuell eher wegen seiner Finanzkrise als wegen einer der größten Erfindungen der Geschichte in Erinnerung haben. Die Rede ist von Griechenland. Vor circa 2500 Jahren entwickelt sich in Athen der Grundgedanke unserer politischen Welt. Griechenland besteht damals aus unzähligen Stadtstaaten, die sich in vielen verschiedenen Kriegen untereinander die Köpfe einschlagen. Und auch die Perser drängen ins Land. Da ist es wohl nur eine Frage der Zeit, bis das Fußvolk das Wort erhebt. Für die Heimat in den Krieg ziehen, aber sonst kein Recht auf Mitbestimmung? Nicht mit den Athenern. Ab sofort sollen alle Bürger Athens in einer Volksabstimmung mitentscheiden dürfen. Alle beinhaltet natürlich nur die erwachsenen Männer. Frauen, Sklaven und Kinder waren damit noch nicht gemeint. Moderiert wird die Veranstaltung seinerzeit von besonderen Rednern, sogenannten Demagogen. Die Diskussionsleiter versuchen, die Entscheidung zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Heute würden wir das vielleicht als Wahlkampf abtun. Damals war es jedoch einzigartig. Während überall anders Alleinherrscher regieren, debattieren in Athen nun die Bürger über Gesetze, Steuern oder Bauvorhaben. Damit es auch bei der Ämtervergabe gerecht zugeht, erfinden die Athener obendrein auch noch eine Losmaschine. Bestechung und Korruption soll damit Einhalt geboten werden. Sie erkennen also auch direkt die Achillesferse ihres Geistesblitzes.
Ein anderes Problem betraf die Athener nicht, führte aber mit dazu, dass sich die Demokratie in der Welt noch nicht durchsetzen konnte. In einer einzelnen Stadt ist es möglich, dass jeder Bürger seine Stimme abgibt. Aber in einem großen Land mit vielen Einwohnern? So sind es bis in die frühe Neuzeit Monarchen und Aristokraten, die über große Gemeinschaften bestimmen. Schließlich pochen aber immer mehr Bürger darauf, an Entscheidungen beteiligt zu werden. Als im 18. Jahrhundert die ersten modernen Republiken ausgerufen werden, ist das zwar der Anfang vom Ende selbstherrlicher Alleinherrscher, aber noch lange nicht der Beginn einer Volkssouveränität. Denn entscheidend für eine Demokratie ist, dass das Volk, und damit ist das gesamte Volk gemeint, gleichberechtigt über das Gemeinwohl befindet. Erst im 19. und 20. Jahrhundert erkämpfen sich ausgegrenzte Gruppen ihr Recht auf Mitbestimmung. Denn soziale Herkunft, Religion, Geschlecht oder Hautfarbe dürfen in einer Demokratie kein Ausschlusskriterium von Wahlen sein. Zwar versuchen immer wieder einzelne oder kleine Gruppen, dem Volk ihre Meinung aufzuzwingen. Aber der Athener Geistesblitz übersteht alle Diktaturen, Irren und Unbelehrbaren. Und nach vielen Rückschlägen ist er aus der modernen Welt nicht mehr wegzudenken. Auch dank dem Mut derer, die immer wieder für das Recht auf Demokratie aufstanden. Thank you.